glaube, dass mir solche Videos wirklich ein bisschen leichter fallen würden, wenn ich doofe Begrüßungen nicht wäre. Ach naja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbau-Video. Heute gibt's leider Gottes schon wieder ein Apartment. Ich habe da irgendwie nicht nachgedacht, als ich das Video gemacht habe, beziehungsweise als ich es nachgebaut habe, habe ich halt einfach nur so für mich gebaut. Und da ist mir nicht aufgefallen, dass es ja letzte Woche, beziehungsweise letzte Woche gab es kein Video, wobei ich ja auch keine festen Upload-Tage habe. Gott sei Dank habe ich auch, denke ich, nicht vor einzuführen. Ich meine, ich mache ja nur hin und wieder einfach nur so aus Spaß ein paar Videos. Die kommen halt, wenn sie kommen, und wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. Ja, war auch jetzt gerade irgendwie logisch. ein Apartment, und zwar nicht nur irgendein Apartment, nämlich ein Vampir-Apartment. Ich habe es hier für eine junge vampirische Familie gebaut. Nee, noch besser, für eine junge blutsaugende Familie mit einem Kleinkind. Damit ich so ein bisschen die Vampire austesten kann. Mit denen habe ich nämlich bisher noch nie gespielt. Und deshalb, obwohl ich das Pack schon habe, seit es rauskam. Wann waren das? Ich glaube, im Januar oder so. Ja, ich glaube, es gibt es jetzt schon seit Januar. Genauso wie die Kleinkinder. Die gibt es ja auch seit Anfang des Jahres. Mit denen habe ich auch noch nicht so wirklich gespielt. Und das wollte ich halt jetzt mal ändern und habe deswegen hier das Apartment gebaut. Das spiegelt sich auch so ein bisschen im Stil wieder. Also ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen moderner. Das heißt ein bisschen moderner, schon sehr viel moderner. Und auch so ein paar, ja, so ein paar unauffällige Farben, also nichts allzu Buntes. Außer das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer ist davon nicht betroffen. Ich glaube, das seht ihr auch gleich. Ja, da mache ich noch Elternschlafzimmer. Da kommt der Kleiderschrank hin. Und ja, alles so ein bisschen bunter. Vor allem hier die hell beigefarbene Wand. Ich glaube, beige ist immer hell. Egal. Ja, aber bevor ich jetzt hier so wirklich ins Apartment reingehe, ich habe es die letzten paar Mal immer vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich eine kleine Umfrage starten, was als nächstes für ein Hausbauvideo kommen soll. Ich habe da momentan zwei Sachen, zu denen kann ich Videos machen. Danach habe ich keine Häuser mehr, danach muss ich wieder selber bauen. Und zwar könnte es als nächstes Video entweder ein Restaurant geben. Und zwar nicht nur irgendein Restaurant, sondern ein Restaurant auf dem Penthouse im, ich glaube, im Modeviertel liegt das Penthouse. Da habe ich ein Restaurant oben drauf gebaut. Also entweder sowas. Oder ein Basegame-Strandhaus. Also ein Strandhaus, sieht zumindest so ein bisschen strandig aus, was ich nur mit dem Hauptspiel gebaut habe. Und natürlich mit den ganzen Sachen, die kostenlos dazu kamen. Ja, da könnt ihr euch irgendwas aussuchen. Ich füge hier wahrscheinlich eine Umfrage ein. Hoffentlich denke ich dran. Und ja, wie gesagt, könnt ihr es euch aussuchen, was euch lieber ist. Das andere Video gibt es dann halt in der Woche drauf. Oder halt irgendwann, wann auch immer das nächste Video kommt. Ja, wir sind jetzt auch hier schon bei der Küche. Ich habe wieder mal bei der Küche angefangen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht weiß irgendeiner, warum man immer bei der Küche anfängt. Ich glaube, es hat es nicht sogar schon mal jemand geschrieben. Oder habe ich es in einem Video gehört? Ah, ich bin mir auch nicht so sicher. Ja, mal wieder das obligatorische Gewürzregal. Ich glaube, es vergeht wirklich kein Haus, in dem ich es nicht nutze. Selbst wenn ich ein Haus baue, in dem ich die ganzen Packs nicht nutze. Zum Beispiel die Gaumenfreuden, womit es die Gewürzschälchen gibt. Selbst da mache ich eins, obwohl ich halt die nicht zur Verfügung habe. Ach ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Es sieht ja auch ganz in Ordnung aus. Und auch noch hier so ein bisschen mehr Deko. Einfach ganz viel Deko. Damit sieht die Küche gleich viel belebter aus. Obwohl es ja hier ja Vampire leben und ja, Vampire brauchen ja rein theoretisch keine Küche. Ich meine, ich weiß nicht, können die Vampire in Sims 4 eigentlich auch normales Essen essen? Ich glaube, es gibt da irgend so eine Vampirschwäche, bei denen den Sims irgendwie schlecht wird, wenn die als Vampir irgendwie menschlich, simlisches Essen essen. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, hier gibt es noch so eine kleine Spiegelwand bei der Küche. Ich kann mir vorstellen, dass es so im echten Leben nicht ganz so nützlich wäre. Ich meine, wenn da irgendwie beim Kochen was spritzt, muss man ja die ganze Zeit wieder die Spiegel putzen. Ah, die Vampire haben ja auch das Problem gar nicht. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Ja, was mache ich als nächstes? Ah ja, hier noch so eine Lampe platzieren und auch, seht ihr gleich noch,
Ach, hier habe ich auch nicht mal die Pflanze platziert. Meine Lieblingspflanze, aber zumindest eine von meinen Lieblingspflanzen. Und auch hier so ein kleines, wunderschönes Sofa. Ich glaube, die haben irgendeinen anderen Namen, aber den weiß ich gerade nicht. Das ist aus den Fitness-Accessoires. Also, wenn ihr das Apartment runterladen wollt, dann solltet ihr, wenn ihr es ähnlich haben wollt, auf jeden Fall die Fitness-Accessoires haben. Die habe ich nämlich sehr oft verwendet. Ich glaube, als ich das Apartment angefangen habe, war es noch gar nicht draußen. Und dann erst später, als ich irgendwann mal nochmal so über das Apartment drüber geschaut habe, habe ich erst gemerkt, dass ich ja das jetzt auch neu habe. Und dann habe ich da nochmal so ein bisschen was umgestaltet. Ihr seht auch hier rechts. Es ist doch rechts. Ja, doch, es ist rechts. Ich habe so ein bisschen eine Rechts-Links-Schwäche, also so aus dem Stegreif verwechsel ich das ganz gerne mal. Ja, hier rechts hängen so ein paar Bilder. Die habe ich schon vorher platziert, einfach damit ich die nicht noch so während dem Video raussuchen muss. Auch der Tisch hier ist aus den Fitness-Accessoires. Genauso wie die Stühle. Die habe ich wirklich sehr oft verwendet. Ja, wie gesagt, falls ihr die habt, wäre es gut. Dann sieht zum Beispiel schon mal der Essbereich fast genauso aus. Und da habe ich, glaube ich, ja genau, da habe ich den Hochstuhl gesucht und einfach nicht gefunden. Obwohl, als ich mir die Aufnahme nochmal angeschaut habe, habe ich dann gemerkt, dass der eigentlich einmal direkt unter meinem Mauszeiger war und ich habe ihn einfach nicht bemerkt. Ja, auch noch so ein bisschen mehr Deko auf dem Tisch, so ein paar Salz- und Pfefferstreuer, warum auch immer man die brauchen könnte. Und auch noch so ein schöner Kronleuchter über dem Esstisch. Und hier habe ich noch so einen kleinen getrennten Bereich ja, platziert. Auch mit so einem kleinen Sofa davor, damit man hier schön gemütlich sitzen kann. Auch mit einer schönen Blume. Und da konnte ich mich ganz lange nicht zwischen den beiden ersten Fernsehern entscheiden, die ihr gerade gesehen habt. Da habe ich dann mir überlegt, na gut, so der eine Fernseher, der passt halt ganz gut hin, der überlappt halt die Wand nicht. Aber der andere, der hätte halt so ein bisschen besser ausgesehen, noch so ein bisschen prunkvoller. Also man hätte auf jeden Fall gesehen, dass die Familie hier sehr viel Geld hat und das wollte ich eigentlich. Aber dann habe ich mich doch für den entschieden, weil ich meine, es sieht auch gut aus, natürlich. Und sieht auch, ja doch, er sieht ganz gut aus. Ich lasse es jetzt so. Ja, hier steht sehr viel Obst rum. Ich kann mir denken, dass wenn da irgendwie Geschäftspartner oder so zu Besuch kommen, einfach um zu zeigen, wir sind eine sehr gesunde, fitte Familie, wir essen sehr viel Obst. Ich meine, ich denke, die würden eher den Obstverkäufer essen als das Obst. Aber gut, der Wille zählt. Und auch, ich wusste bei der Wand nicht so genau, was ich da hinmachen soll. Weil, also da habe ich schon den Platz mit so einem kleinen Puppenhaus gefüllt, was auch so rückblickend eigentlich echt gut war. Aber da wusste ich es dann halt nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, warum nicht einfach mein Aquarium hinstellen? Aquarium habe ich, glaube ich, noch nie in Sims 4 benutzt. Ich meine, ich habe ja generell bisher noch nie so oft gespielt. Leider. Aber naja, es hat halt da ganz gut hingepasst. Und warum nicht? Ach, dann gibt es hier im Eingangsbereich, den machen wir, glaube ich, gleich, noch so einen kleinen Tisch mit ein bisschen Deko drauf. Und auch hier die Pflanze, die habe ich noch nie verwendet, einfach weil ich noch nie gewusst habe, wo ich die platzieren könnte. Aber da hatte ich gerade so ein bisschen Platz frei und ja, sie hat halt hingepasst. Hier unter der Treppe ist dann wiederum so ein kleiner Ankleidebereich. Also da steht halt was rum, um seine Kleidung hinzuhängen und auch noch so ein kleines Schuhregal. Ich finde es immer besser, wenn man nicht im Schlafzimmer die Schuhe stehen hat, wie es ja ganz viele haben. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Finde ich nicht ganz so hübsch. Ich habe ja im letzten Video, als ich mein Bad, also das Bad meines Sims-Sers erstellt habe, habe ich ja noch gemeint, dass ich mir nicht sicher bin, ob mir das jetzt wirklich so gefallen würde, so dieses Ultramoderne. Das habe ich jetzt hier auch so ein bisschen gemacht, aber hier gefällt es mir wirklich, das ist sehr, sehr moderne. Ja, da habe ich auch wieder sehr oft die Fitness-Accessoires verwendet. Also, wie gesagt, wäre gut, wenn ihr die habt, wenn nicht, mein Gott, ihr könnt ja die Objekte ersetzen. Oder sie werden für euch schon ersetzt. Das weiß ich immer noch nicht. Ach, muss ich auf jeden Fall mal nachschauen. Hier habe ich auch ganz, ganz oft mit den Trennwänden gearbeitet. Die sind eigentlich immer ganz gut, um gerade hier beispielsweise die Badewanne vom Rest des Raumes so ein bisschen abzutrennen. Einfach damit es nicht ganz so groß aussieht, der Raum. Damit auch so ein bisschen Struktur drin ist.
Ich habe übrigens keine Ahnung von sowas, also auch so mit Architektur und Inneneinrichtung. Ich kenne mich damit absolut nicht aus. Ich sage ja meistens nur das, was halt sich für mich ganz plausibel anhört. Und auch hier wieder meine Lieblingslampe. Ich glaube, bestimmt irgendwie in jedem Haus oder mir im zweiten zumindest verwende ich die. Und auch hier auf dem Regal, das Regal mache ich auch sehr gerne, habe ich noch so ein bisschen Dekokrams platziert. Aber ich muss sagen, bei den Regalen hätte ich es fast noch ein bisschen besser gefunden, wenn es die einmal halt so gibt, wie es die jetzt halt schon gibt. Aber ich hätte es auch ganz gut gefunden, wenn wenn es dann noch so quasi ein einzelnes Regal gegeben hätte. Ich glaube, dann würde ich die sogar noch lieber verwenden. Ich glaube, dass hier die Klopapierhalterung ein bisschen sehr hoch hängt. Aber gut, besser zu hoch als zu niedrig oder besser als gar kein Toilettenpapier. Ja, dann auch hier noch was zum Handtuch hinhängen und noch eine Lampe. Ja, genau. Und zwar die hier aus Großstadtleben. Die mag ich sehr gern, auch wenn ich die noch nie verwendet habe. Die sieht halt sehr, sehr hübsch aus. Und dann sind wir auch schon beim Bad fertig. Ah, und da habe ich hier na, es ist nicht mein Lieblingsbild, aber ich mag das Bild auf jeden Fall sehr gerne. Ich finde es sehr hübsch. Ich glaube, das Bild gibt es auch im echten Leben. Da hat es irgendeinen französischen Titel. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mir den nicht merken kann. Irgendwas mit Sonntag und Insel auf Deutsch. Weiß ich nicht mehr. Aber es gibt es auf jeden Fall in echt. Und auch tatsächlich die kleinen Tische, die ich so gern mag, und die Giraffenlampe, die ich so gern mag. Und bestimmt habe ich auch noch einen Teppich irgendwo verwendet, den ich so gern mag. Also ich glaube, ich richte tatsächlich Häuser immer ganz automatisch so ein bisschen nach meinem Geschmack ein. Ich meine, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich weiß halt noch nicht, ob andere Leute den so mögen. Aber gut, ich denke, es würde ich mitkriegen, wenn irgendwie Leute meine Häuser nicht ganz so hübsch finden. Ich meine, ich würde trotzdem weiterbauen. Aber ja. Und auch hier noch so ein kleiner Schminkbereich. Man könnte zumindest so tun, als ob es so ein kleiner Schminkbereich wäre. Man kann ihn natürlich nicht nutzen. Aber ich habe es zum einen nur gemacht, damit ja, quasi so ein bisschen mehr Platz vollgestellt ist. Also damit halt nicht so viel leerer Platz herrscht. Obwohl ich, gut, das fällt mir jetzt auch sehr früh ein, da hätte ich auch eigentlich einen Schreibtisch platzieren können. Ich glaube, ein Schreibtisch wäre halt auch wirklich nicht schlecht gewesen. Aber gut, ich glaube, ich habe erstmal keinen Schreibtisch platziert, weil ich noch nicht so genau wusste, was die Sims hier beruflich machen. Ja gut, wenn ihr einen Schreibtisch haben wollt, könnt ihr ja einfach das alles löschen und da einen Schreibtisch hin platzieren. Ach ja, jetzt sind wir sogar schon beim Kinderzimmer. Dann sind wir sogar, wenn wir jetzt mit dem Kinderzimmer fertig sind, sind wir unten soweit fertig. Dann gehen wir noch nach oben. Und das war's dann auch schon. Wow. Obwohl das Video heute ein bisschen länger geht. Also ich denke, 20 Minuten sind ganz in Ordnung. 10 Minuten oder so 10 bis 15 Minuten finde ich ziemlich ideal. Die schaue ich auch selber ganz gerne. Obwohl, schaue ich die Videos wirklich so gerne? Ich glaube, ich mag tatsächlich lieber Videos mit extremer Überlänge. Da finde ich irgendwie Videos. Also ich habe schon teilweise auch so Videos gesehen, die irgendwie 1,5 Stunden gehen. Also so zusammengerechnet, wenn da irgendwie mehrere Teile hintereinander veröffentlicht wurden. Sowas schaue ich auch sehr gern. Also wenn man dann irgendwie mal so einen ganzen Mittag nur mit Hausbau-Videos dran sitzt. Ach, ich mag es irgendwie. Aber es kann ja jeder halten, wie er will. Nachher noch so ein bisschen Dekokram fürs Kinderzimmer. Vor allem die kleine Katze, die mag ich sehr gerne. Die sieht ultra süß aus. Und auch noch hier so ein Sessel. Ich glaube, den von Bowling Accessoires. Ja, genau, in so einem schönen, weiß ich nicht, vielleicht Sonnenuntergangsgelb. Ist es überhaupt eine Farbe? Sonnenuntergangsgelb. Also ich benutze Sonnenuntergangsgelb, deswegen gibt es die Farbe. Und dann auch hier oben noch eine Lampe. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es da nicht ein bisschen zu hell ist. Ich finde es so ganz in Ordnung. Ah, und jetzt kommen wir hier auch schon zum oberen Bereich. Ich habe es ja auf den Tisch hier verwendet. Vielleicht hätte ich auch mal einen anderen nehmen können. Aber gut, dafür ist es jetzt auch ein bisschen zu spät. Hier habe ich noch so ein kleines Wanddetail eingefügt. Das seht ihr gleich. Und zwar hier mit den Lampen aus den Luxus-Accessoires. Ich finde es sehr hübsch. Doch, doch, ich finde es wirklich hübsch. Und auch dann noch mit der schönen Lampe aus Großstadtleben direkt darüber. Ich bin jetzt gespannt. Was mache ich denn da? Ah ja, noch so einen kleinen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Bereich ist.
Vielleicht kann man da irgendwie Yoga drauf machen oder irgendwelche Sportübungen direkt vom Fernseher. Ja, genau, da hängt dann so ein kleiner Fernseher und da kann man dann die ganzen Fitnessvideos anschauen. Ich glaube, die Fitnessvideos, die funktionieren auch nur mit den Fitnessaccessoires. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn ihr die habt. Ist es gut. Ich sage das jetzt schon so oft. Ach, naja. Hoffentlich stört es euch nicht, dass ich mich so oft wiederhole. Aber ich meine, es ist ja jetzt schon mein drittes Video. Man sollte meinen, dass es sich irgendwann ein bisschen bessert, aber das ist so, wie es aussieht, nicht. Ich habe hier auch noch so einen, den schönen Teppich platziert. Ich sag jetzt nicht, woher der ist, das wisst ihr eh schon. Und auch noch so eine Yogamatte drauf. Ich glaube nicht, dass ich da drauf Yoga machen könnte. Ich meine, direkt hinter einem ist ja dann der Glaszaun und dann geht es direkt nach unten. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen zu sehr Höhenangst. Ach nee, na, obwohl, so weit ist es ja gar nicht entfernt. Ich glaube, das müsste ich ausprobieren. Ja. Dann habe ich auch hier noch so eine Pflanze platziert. Eigentlich bin ich immer dagegen, Pflanzen zu vergrößern. Einfach nur, damit man so ein bisschen mehr Platz belegt hat. Aber das habe ich jetzt selber gemacht, weil, naja, warum nicht? Ich meine, wenn es halt ganz gut hinpasst, dann ist es auch in Ordnung. Dann auch hier noch so eine kleine Büchereiecke. Die finde ich auch ganz hübsch. Ich verstehe auch gar nicht, ihr habt gerade das ganz, ganz große Bild gesehen. Wo kann man das denn nutzen? Wobei ich glaube, ich habe das selber mal in einem Nachtclub genutzt. Aber so jetzt der Otto-Normal-Sim kann ich mir nicht denken, wo es so wirklich verwendet wird. Ich meine, wer weiß, vielleicht hat man ja irgendwie ganz, ganz viel freie Fläche. Naja. Hier habe ich dann so ein bisschen einen Partybereich erstellt mit so einer schönen Glaswand. Und es ist eine Spiegelwand, keine Glaswand. Und zwar muss ich dazu sagen, dass es jetzt zwar hier so spiegelt, aber es kommt natürlich ganz auf eure Einstellung drauf an. Wenn ihr mit ganz niedrigen Einstellungen spielt, dann sind die Spiegel trüb. Dann gibt es keine Spiegelung. Es sieht ein bisschen doof aus, aber ich meine, mein Gott, wenn ein Computer nicht mehr leisten kann, dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Oder was heißt, glaube ich, dann ist es in Ordnung. Ich habe halt Glück, dass ich es jetzt mit relativ hohen Einstellungen spielen kann. Ich meine, ich kann es jetzt nicht auf Ultra spielen. Ich glaube, das schafft mein PC dann doch nicht. Beziehungsweise er schafft es halt, aber dann ruckelt das Spiel so ein bisschen. Und naja, das will ich ja auch nicht. Wie bin ich denn jetzt auf dieses Thema gekommen? Na, naja. Hier auch noch so ein kleines Wandteil mit so ein paar Pflanzkästen an der Wand. Die finde ich ganz hübsch. Die fangen quasi ganz dunkel an und werden dann immer heller. Ja, das seht ihr es nochmal. Und hier habe ich jetzt was platziert, was ich normalerweise nicht platziere, was ich auch nicht nutze. Und zwar die, Gott, wie heißen die? Blubberblasendingens. Oh Gott, ich weiß es nicht. Also ihr seht ja gleich, was ich hier platziere. Ich glaube, im echten Leben wäre das irgendwie so eine Shisha-Dingens, wie auch immer man es nennt. Ich finde sowas nicht ein bisschen, ein bisschen ekelhaft. Also ich weiß nicht, für mich ist es nichts im echten Leben. Meine Sims nutzen es halt normalerweise auch nicht, aber naja, mein Gott. Ich habe ein bisschen Platz gebraucht. Ich wollte einen großen Partybereich. Also geht man auch mal Kompromisse ein. Hier habe ich noch die Lampe platziert, die habe ich auch tatsächlich noch nie genutzt, aber ausnahmsweise dann mal. Und da lege ich jetzt noch ein paar Merkmale fest, unter anderem Küche des Chefs. Ich meine, es gibt ja hier eine sehr große Küche, auch wenn die Küche nicht benutzt wird. Aber hier sind wir jetzt auch schon bei den Screenshots. Da habe ich auch die Einstellung mal ein bisschen höher gestellt. Es wird es allerdings in den nächsten Videos auch geben, weil ich hatte irgendwas Komisches eingestellt. Deswegen hat das Spiel so ein bisschen geruckelt. Ich glaube, das ist wirklich mein Lieblings-Screenshot. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde generell, ich glaube, das wäre schon eher ein Apartment nach meinem Geschmack. Ich meine, man hat nicht so viele Farben. Das finde ich ja, wie gesagt, immer ganz gut, wenn man irgendwas Neues will. Einfach nur so ein paar Sachen austauschen. Und auch jetzt Schlafzimmer mit dem schönen Bild, bei dem dessen Namen ich vergessen habe. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Ich weiß es nicht. Auch hier spart sehr viel helles Holz. Was ich ja normalerweise auch nicht so oft verwende. Obwohl doch helles Holz verwende ich. Doch, verwende ich. Und ihr seht auch hier auch so ein kleines Wandeteil. Das habe ich schon fast ganz am Anfang eingefügt. Ja, finde ich auch sehr hübsch. Ihr findet das Apartment in meiner Galerie unter meiner ID Simone_Not_Simone.
schreibe ich ja alles nochmal in die Videobeschreibung. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.